Hi, hier bin ich wieder. Ja, krass, fast 2000 Leute haben das Video geguckt. Ich habe gedacht, hallo, habt ihr nichts anderes zu tun? Ja, aber wenn ihr irgendwelche Fragen habt zur Reha und ich die jetzt schon beantworten kann oder auch erst später, könnt ihr die gerne in den Kommentaren stellen. So was wollte ich schon immer mal sagen. Ja, was gibt's heute? Wir hatten ziemlich viele Sitzungen, heute auch ein Gruppengespräch. Das war sehr intensiv, also es war halt interessant zu sehen, wie andere Leute mit Traumata und ihren Problemen umgehen. Und die Stimmung war schon sehr ja, traurig manchmal. Und ja, war halt nicht so arg einfach. Aber wir haben eigentlich gut erzählt und haben auch einige Punkte dann in der Gruppe besprochen. Was heute auch noch anstand, war ein CISA-Test. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Das ist ein Fragebogen, bei dem es zum einen um allgemeine Sachen geht, also Krankheitsgeschichte, ob du irgendwelche Schmerzen hast oder sonst irgendwas. Und zum anderen wird halt auch gefragt, wie du dich mit deinem Traumata fühlst. Und da werden halt manche Fragen immer wiederholt, allerdings werden die Fragen so ein bisschen gedreht. Und es ist voll interessant dann zu sehen, wie du dann wieder über die Frage nachdenkst und dann auf einmal denkst, ah nee, es ist doch so und das würde ich vielleicht doch anders beantworten. Und ich war, glaube ich, beim ersten Durchgang war ich nach 10 Minuten durch und hab dann nochmal alles durchgeguckt, hab dann nochmal alles durchgeguckt und am Ende hatte ich dann, glaube ich, fast überall ein komplett anderes Ergebnis. Ja, das war das. Dann gerade eben nochmal Essen. Mittagessen war echt lecker, also Kartoffelpizza, muss man wirklich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass es so gut schmeckt. Heute Abend ist jetzt um 19 Uhr, also in gut 20 Minuten, die Einführungsrunde von den Mitpatienten. Also nicht irgendwie Reha-Mitarbeiter, sondern das sind halt wirklich Leute, die jetzt schon ein bisschen länger hier sind. Und ja, da bin ich auch sehr drauf gespannt. Und was heute Abend mir auch noch bevorsteht, ist hier eine wunderschöne Urinprobe abzugeben. Da freue ich mich jetzt auch drauf. Ja, das war's eigentlich so für heute. Und morgen wird Blut genommen. Aber naja, für irgendwas muss es ja gut sein. Also, wir sehen uns morgen. Ciao.